Welcome back, Ladies and Gentlemen. Ich bin Solab Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in Remnant Records und wir finden uns heute im Haus Eastwood. Grad der Ermittlung 5, Grad vom Geist ebenfalls 5. Judith Jones, eine Frau aus Eastwood, wurde hier tot aufgefunden. Seit dem Vorfall ist der Ort verlassen, jedenfalls von ihr Lebenden. Es sieht so aus, als sei Judith Jones nach ihrem Tod nicht fortgegangen. Okay, es hört sich schon mal interessant an. Ich habe die Elektrikerin am Start. Das war eigentlich nicht geplant. Eigentlich wollte ich einen Auftrag mit Sonderbedingungen haben und gab es keine Taschenlampe. Habe mich dann doch dagegen entschieden. Denn, ja, es war, glaube ich, nur gerade Ermittlung 1, aber der Geist war auf Stufe 5. Dann dachte ich mir aber, nee, ist auch ein bisschen einseitig. Und habe mich umentschieden. Was ich schon mal gut finde, hier sind keine schwarzen Objekte, was bedeutet keine Parallelwelt. Ich habe trotzdem nur ein bisschen Angst, womit wir es zu tun haben. Nicht wundern, ich packe jetzt einfach mal die Pillen hier schon mal raus. Für den Fall der Fälle. So. Hier ein bisschen Licht machen, für den Fall, dass dann die Sicherung raushaut. Hier haben wir Pillen. Oh, nein, 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 nein. Nicht auf Stufe 5, Kollege. Nicht auf Stufe 5 die Puppe. Oh, du bist asozial. Weißt du das? Bestimmt weiß er es. Es ist die Puppe, klar weiß er es. Und was haben wir hier? Kugelschreiber. Okay, da haben wir ein Fotoapparat und eine Uhr. Okay, das erste Mal gegen diese verkackte Puppe auf Stufe 5. Oh. Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen Gas geben. Ich habe Angst vor dem Viech. Ich habe Angst vor einer Schaufensterpuppe. Das hört sich seltsam an. So, Teddy, schütz mich. So, unser erster Text. Das ist meine einzige Chance, hier wegzukommen. Sie würde mich niemals gehen lassen. Ich habe fürchterliche Angst, das zu tun, aber es ist alles ihre Schuld. Ich habe das nie gewollt. Letztendlich wird es ihr geliebter Kaffee sein, der sie umbringt. Wenigstens wird sie ihn genießen. Gut, ich habe mich immer gefragt, warum da oben auch noch Kaffee und so ein Schmarrn steht, aber jetzt ergibt das alles sogar einen Sinn. Ja, mit Kaffee wurde jemand gekillt. Also, Ladies and Gentlemen, Vorsicht mit eurem Kaffee. Hey, was haben wir hier einen Zauberstab? Wir sind nicht in Harry Potter. Okay, eine Leinwand. Da hinten haben wir Wein. Hm. Muss Licht machen. Die Puppe mag kein Licht. Hm. Hör auf mit dem Schmarrn, gell? Okay, Abmarsch nach oben. Ich muss hier schauen, dass ich so viel Licht mache wie möglich, denn die Puppe mag kein Licht und das hilft mir am Ende. Ich sehe nur gerade schwarz bezogen darauf, das Ganze hier am Ende zu schaffen. Dann sagen wir mal ganz ehrlich, 17 von diesen Viechern und ich bin tot. Kaffeebohnen! Okay. Könnte auf jeden Fall mein erster Beweis sein. Okay, ich habe die Puppe jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Entspann dich. Ich weiß nicht, wo du bist, mir auch relativ egal. Aber nein, eigentlich wollte ich heute Sonderbedingungen machen. Nicht wundern, es laggt wieder. Ihr kennt es. Ah, ja schon. Okay. Aber nein, nicht wundern, hier drin laggt das ja immer wieder wegen den Spiegeln. So, schnell nach draußen, ab ins Licht. Ich wollte eigentlich... Oh, echt jetzt? Oh nein. Das ist gerade gar nicht gut, wenn man die Puppe hat. Die Lichter ausgehen. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, oh, oh. Ich glaube, unten war der Sicherungskasten. Kann es sein? Ja. Püppchen, spann dich. An der Stelle war es jetzt sogar gerade ganz gut, dass ich die Elektrikerin habe. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, ich sehe dich. Warum will es nicht weggehen? Oh, knackigen Hintern hast du ja, aber das hilft dir jetzt auch nicht mehr. Mir auch nicht. Geh weg. Oh, es ist im Rage-Mode. Es ist im Rage-Mode, mir egal, ich bin auf der Couch. Ich lese jetzt erstmal. Wie soll ich bei diesem Lärm schlafen können, als ob sie nicht genau wüsste, dass ich seit Jahren unter Schlaflosigkeit leide? Wer es glaubt, wird selig. Verdammte Scheiße, ich muss meinen Kopf frei bekommen, bevor er explodiert. Definitiv. Ich versuche schon seit einer Woche mit dem Rauchen aufzuhören. Vielleicht klappt der dritte Versuch. Ich fühle mich den ganzen Tag schon total genervt wegen dem Entzug. Ich habe mir angewöhnt, mit meinem Feuerzeug herumzuspielen, um meinen Kopf frei zu kriegen. Ich mag den Geruch von verbranntem Papier. Mit Feuer zu spielen ist besser, als an Krebs zu sterben, oder? Ja gut, das kann man jetzt so und so sehen, ne? So, Pippi! Geh weg. Oh, ich habe nur einmal den Boden berührt, schon direkt alles dunkel. Also, Feuerzeug nehme ich mit. Danke dafür. Haben wir da hinten noch irgendwo Kaffee? Nein. Aber vielleicht
Wir haben noch Aschenbecher im Haus. Könnte vielleicht auch das sein, was wir suchen. Keine Hinweise im Fall des toten Kindes. Marsha, das kleine Mädchen, das seit 2 Monaten vermisst wird, wurde tot aufgefunden. Die Leiche lag in einem abgelegenen Waldstück. Die Familie wurde von jedem Verdacht freigesprochen. Judith Jones, die Mutter, erklärte sie, müsste die Wahrheit erfahren und könne es nicht ertragen, im Dunkeln zu tappen. Okay, also brauchen wir wieder ein Bild. Na super. So, Feuerzeug legen wir jetzt erstmal dahin. Vorsicht, Püppchen. Hier ist kein Bild. Badezimmer wahrscheinlich auch nicht. Hier haben wir noch ein Feuerzeug. Dann nehmen wir das jetzt einfach mit. Hatten wir hier drin vielleicht ein Bild gesehen? Nee. Okay. Also ich gehe jetzt mal stark von aus. Wir brauchen wieder ein Bild von dem Kind. Den Kaffee und das Feuerzeug haben wir. Was haben wir hier noch drin? Hier haben wir nichts drin, was uns irgendwie weiterhilft. Die Puppe war schon länger nicht mehr da. Überhaupt nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Püppchen, wo bist du? Hä? Da gibt's auch Licht! Wusste ich nicht. Oh. Oh. Püppi. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier als Junge. Also als Kind. Boah, das, du hast dich schön gedreht. So, aber ich schaue jetzt hier unten nochmal. Hier in dunklen Ecken kann sie natürlich sein. Ah, bitte steh jetzt nicht gleich in meiner Phrase, gell? Sag das gar nicht. Hier sei das fresh. Hier ist auch alles fresh. Hier haben wir... Oh, Kind. Na ja, jetzt bin ich Christen. Okay. Passt du da durch? Jawohl. Ja, wunderbärchen. So, hier ist alles hell erleuchtet, das ist sehr gut. So, wir haben den Kaffee, wir haben das Feuerzeug. Jetzt gleich haut die Sicherung wahrscheinlich raus. Nein. Wundert mich. Ich mache hier jetzt mal... Oh, oh. Da geflackert. Rage Mode. Wir wissen es nicht, könnte aber sein. So, also wir haben Kaffee. Wir haben Feuerzeug. Sonst hätte ich keinen Plan, was wir noch gebrauchen könnten. Let's go. Okay, irgendwas davon war falsch. Ja, ja, raste aus. Du kommst sowieso nicht an mich ran. Übertreib's nicht. Was könnten wir noch gebrauchen? Einmal der Kaffee oder vielleicht noch Waffe oder Strick oder Messer wegen Tod. Ne, dass der Kaffee sie zwar killt, aber der Umstand Tod an sich wäre interessant. Was ich cool fände, wenn man diese Texte hier in seinen Notizen hätte. Ja, aber gut, man muss sich selber Notizen schreiben. Ist eigentlich in Ordnung, aber trotzdem, ich hätte auch die Seiten rausreißen können und da einsetzen. Ist ja scheißegal, das Viech ist sowieso tot, den wird es jetzt nicht stören, ob man die Seiten rausreißt oder nicht. Na, wenn ich auf Geisterjagd bin, dann will ich doch lieber alles dabei haben. So, aber ihr habt das jetzt gesehen, wir haben nicht gesehen, was falsch ist. Kann auch sein, dass der Kaffee falsch ist. Ja, ja, übertreib's nicht, komm runter, spann dich. Okay. Okay, ich weiß nicht, warum es jetzt gerade so geleckt hat. Ich werde nochmal die Texte suchen und... Ah, gut, Aschenbecher könnte es auch sein, ja, wegen Rauchen. Wäre durchaus möglich. Die Pillen... Ja, Pillen eher schlafen. Ah, super, jetzt hat die Sicherung rausgekommen. Ich freue mich. Also, hier haben wir Angst, bla bla bla, Schuld, bla bla bla, Kaffee. Oh, 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 Asime. Alter, komm mir jetzt nicht so. Oh. Mein Gott, hat's mich gerissen, ey. Alter, das kann man doch nicht machen. Ich hab eine Gänsehaut. Hier war kein Text. Steht jetzt nicht in meinem Weg, dankeschön. Hier haben wir Licht, das ist sehr gut. Da drüben haben wir auch Licht. Erstmal Sicherung wieder rein. Und wieder Licht anmachen. Wir brauchen hier eine Festbeleuchtung für das kranke Viech. Warte mal. War hier drin auch ein Text? Oh, warum stehst du immer im Schlafzimmer? War das dein Raum? Könnte sein. Wir wissen das nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Abmarsch nach oben. Hier oben erstmal wieder schön Licht anmachen. Jawohl. Hier war kein Text? Nö. Hier drin war, glaube ich, ein Text. Jawohl, hier hatte ich nämlich Schiss. Aha, aha. Warte mal. Oder war hier doch kein Text? Ich verwirr. Lege Abmarsch. Tu dich so, als ob du jetzt in Rage Mode bist. Du kommst nicht an mich ran. Ich bin im Bett, da bin ich sicher. Jihihi. Ich weiß nicht, wie schnell das Viech ist. Deswegen habe ich hier doch ein bisschen Schiss. Genau, hier stand ich. Also ich... Aha. Ja, und das machst du jetzt, weil...
Hallo? Ne, ist klar. So, also, hier war das Schlaflosigkeit. Meine Herren, Schlaflosigkeit sind die Pillen. So, ich laufe jetzt mit meinem Licht hier rum. Ne? Pillen haben wir vorhin schon rausgelegt. Ja, ja, tu nur so, als ob du ausrastest. Dann nehme ich jetzt den Aschenbecher runter und pack die Pillen da drauf. Bei den Kindern bin ich mir nicht ganz sicher, wer von denen jetzt was ist. Also, ne? Das ist gut. Dann würde ich sagen, der Junge vielleicht weg und dafür den Aschenbecher drauf. Oder allgemein den Jungen weg, denn es ging ja ums Kind. Ich müsste nochmal zum Text. Ich müsste nochmal zu dem Text nach oben. Aber Schlaflosigkeit, Tabletten, naja, sind ja extra gegen Schlaflosigkeit. Das ist auf jeden Fall plausibel. So, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Vielleicht kommt die Puppe. Oh. Ich will ihn anlocken. Ich will ihn sehen. Ich habe nur echt Schiss. Nö, nö, wir bleiben auf dem Bett stehen. Ich will da jetzt nicht genauer irgendwas machen. Upp, upp, upp. Es kommt. Ich spiele gerade mit meinem Leben. Mit mir überhaupt nicht. Hier haben wir keinen Gegenstand. Hier haben wir Kisten. Darf ich dir eine Kiste an den Kopf schmeißen? Ich frage für einen Freund. So, aber dann kann ich mir vorstellen, dass du... Bist du? Ja. Du bist nämlich kein Kind. Tschüss. Oh, das ist schön geflogen. So, Abmarsch nach oben. Hoffen, dass die Puppe hier nicht um die Ecke steht. Und hoffen, dass wir... Oh, da war es. Da war es. Da war es. So. Hier jetzt. Der Text. Denn hier das kleine Mädchen. Ja. Okay, dann war es definitiv. Ich würde gerne dahinter, aber... Dann mit Cola. Kein Kaffee. Die Kaffeekanne vielleicht. Wobei, das ist eher eine Teekanne. Hm. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Ich habe sie doch nie mitgenommen, deswegen nehme ich sie jetzt einfach mal mit. Okay, Kollege, ich bin wieder im Licht. Du kannst mir gar nichts. Sagt er und starb. Oh! Nein, nein. Sorry! Ich hatte nur gerade ein bisschen Schiss, deswegen... Aha! Können wir sie beobachten, wie sie sich bewegt? Ja! Tu doch nicht so! Na, schon scheiße, oder? Was auch immer dein Begehr ist, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Es hilft dir nur nicht weiter. Das, oder? Ich schaue sie nicht an und auf einmal Rage Mode Activate. So. Ich packe mir da drauf. Oh Mann. Immer noch falsch. Kaffee. Kaffeebohnen. Das könnte eine Teekanne sein. Die Schicht im Schacht. Dann den Aschenbecher. Vielleicht brauchen wir nur drei Gegenstände. Die Pillen? Nee. Die Pillen, das Bild, der Kaffee und Rauchen. Die Zigarre, das Feuerzeug. Dann versuchen wir es mal mit den vier Gegenständen. Vielleicht hilft uns das weiter. So, wenn es kommt, werfe ich es mit dem Strandball ab. Der bounce sogar zurück. Kann ich hier ein bisschen spielen? Wenn ich jetzt gleich sterbe, weil ich jetzt hier spiele. Das macht schon irgendwie Spaß. So, also. Dann versuchen wir das Ganze mal. Dich weg. Ne? Die Pillen, Schlaflosigkeit, Feuerzeug. Dann das Bild vom kleinen Kind. Mich hat gerade sehr nervös gemacht, dass du bei dir gerollt bist. Und der Kaffee. Ah, oh nein. Das finde ich jetzt nicht schön. Das finde ich jetzt ehrlich nicht schön. Hier hinter mir ist nichts. Okay. Wer von euch bewegt sich? Du nicht, okay. Ihr bewegt euch nicht? Nein. Bewegt sich auch nichts. Du standest da schon. Was ist mit dir? Bewegst du dich? Nein, auch nicht. Hey, was ist mit dir? Nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Hör auf mit dem Scheiß. Du bewegst dich nicht. Du bewegst dich auch nicht, nee. Oh, da ist ja auch noch einer. Du bist es nicht. Nee, nee.
Kann ich über dich drüber springen? Oh, ich weiß es nicht. Oh, 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 oh. Hier sind noch 4. Warte mal. Standest du hier gerade eben auch schon? Bin mir nicht sicher. Die beiden standen da. Der auf der Treppe ist auch noch da. Da drin stand auch einer. Okay. Oh. Okay. Okay. Der auf der Treppe ist weg. Der hier ist noch da. Der hier ist auch noch da. Okay. Das habe ich gesehen. Sag mal. Oh. Hä? Ja. Was kommt denn mit diesem Teleportationskack? Aha. Aha. Du bist es nicht? Du hast einen Hintern? Oh. Hä? Hä? Oh. Du bist es nicht? Nee. Oh, oh. Bin ich jetzt tot? Ich bin noch nicht tot. Tu doch nicht so. So schnell sterbe ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Doch, du bist es definitiv. Dich habe ich gesehen. Nice one. Das war's sogar schon. Ich glaube, das war meine erste Runde 5-5. Oder war es 5-5? 5-5. Alter Vater. Let's go. Crazy shit. Ich muss aber auch sagen, die Elektrikerin, die random aus Versehen auszuwählen, hat in dem Fall wirklich gut geholfen. Und was war es am Ende? Der Kaffee, das Bild? Ja, also eigentlich sind wir gedacht, ich hatte immer zu viele Gegenstände drauf. Den Aschenbecher und die Teekanne, gehe ich immer stark von aus. Wie gesagt, könnte trotzdem eine alte Kaffeekanne sein, würde mich jedoch wundern. Keine Ahnung. Scheißegal. Runde geschafft. 108. Weiß gar nicht, Erfahrungspunkte? Keine Ahnung. Und wir haben wieder neue Token bekommen und diese Token nutze ich jetzt, um Anomalie, glaube ich, anzuschauen. So, wenn die Sicherung herausfliegt, kommt die Anomalie plötzlich aus dem Sicherungskasten heraus. Seien Sie still. Verstecken Sie sich in schattigen Bereichen und legen Sie die Sicherung so schnell wie es geht wieder ein. Okay. Wenn die Anomalie sich um Gegenstände herum bewegt, werden diese eingeschaltet. Achtung! Passen Sie auf, dass die Sicherung nicht rausfliegt, wenn Sie es mit der Anomalie zu tun haben. Okay. Gut zu wissen. Also für die nächste Anomalie haben wir jetzt schon mal wieder weitere Informationen. Ladies and Gentlemen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, einen schönen Tag, Mister. Ciao, ciao.